Moment. Ich bräuchte eine Lieferung in Barclay Mills. Bin gleich da. Brauchst du irgendwas? Okay, zeig uns mal. Ja. Unser Deal ist abgeschlossen. Du weißt, wie du mich finden kannst. Ja. Sie haben ihn in irgendeinem verschissenen Rattenloch im Hollow gefunden. Die Nadel steckte noch in seinem Arm. Oh Gott, tut mir leid. Wie alt war er denn? 23. Es war dieser Scheißkrieg, der ihn kaputt gemacht hat. Da drüben ist er süchtig geworden. Wie nimmt es deine Mutter auf? Hab's ihr bis jetzt noch nicht einmal gesagt. Weiß wirklich nicht, wie. Komm ich hier auch irgendwie anders aufs Gelände? Okay, wie kann er mich denn sehen, wenn er mit dem Rücken hinter mir steht? Na, komm her. Geh einfach zum Telefon. Nein. Kannst du mir mal erklären, wie die Leute da komischerweise mal hinkommen, obwohl da keiner sein sollte, wäre, hätte, dürfen? Der Drecksack gehört mir. Woher weißt du, wo ich bin? Keiner hat ihn gesehen. Scheiße. Versuchen wir. Was versuchst du? Was? Hallo? Gott verdammt, wir müssen dieses Arschloch finden. Ey, ist schon wieder einer hinter mir. Ach komm schon, ey, wo kommen die ganzen Leute her? Schon wieder einer. Der Drecksack gehört mir. Nein, du gehörst mir. Geht mir aus dem Weg. Finito, Endo. Totes Arschloch auf 12 Uhr. Wirklich? Ihr wollt's denn nicht anders? Ich hab ihn entdeckt! Ein Molotow-Cocktail! Heilige Scheiße!
Was? Wo? So, oh, ist halt ganz einfach. Schalte mir halt alle aus. Ich wollte ja, aber komischerweise sind die Feinde immer hinter mir, obwohl ich sie ausschalte. Und das ist noch zu gut für dich. Okay. Mit Schalldämpfer. Jo. 105, 103.000, 104.000. Warte mal. Kann ich nicht vorher die Karte noch sehen? Ich brauche ein paar deiner Jungs in Barclay Mills. Wer Sammy Robinson für den Drahtzieher beim Mardi Gras-Überfall hält, hat keine Ahnung. Dass er dabei war, heißt noch nicht, dass es seine Idee war. Und es gibt auch nicht den kleinsten Beweis dafür. Das Geld blieb verschwunden und Sammy hat sich nicht selbst in den Kopf geschossen und dann seine Bar angezündet. Es gibt nur einen Grund, warum man ihm das angedichtet hat. Seine Hautfarbe. Yo. Oh. Okay, Don Connie. Hi. Aktivistinnen der Women's Liberation haben gegen die kürzlich abgehaltene Miss America-Wahl protestiert. Sie sagten, die Wahl beute die Frauen aus und entrollten ein Transparent mit dem Schriftzug Women's Liberation.
Dann warfen sie Lockenwickler, Mieder und BHs in eine Mülltonne und verbrannten sie als Folterinstrumente für Frauen. Aha. BHs sind also Folterinstrumente für Frauen. Wusste ich ja gar nicht. Naja, okay, bei meinen ganzen Ladies, die ich hier habe, die haben auch meistens nie einen BH an. Ups. Conny! Als Conny noch. Ja. Conny? Hey, wen haben wir denn da? Freut mich, dass du noch lebst, Conny. Scheiße. Ging ganz schön rund, als du das Lagerhaus in River Row übernommen hast. Bin aber heil rausgekommen. Weißt du was über den Verladebahnhof in Barclay? Ja, yep, mal im Vertrauen, nur unter uns. Dieser Freund von dir mit dem schicken braunen Anzug dachte, du musst ein Auge auf Pizzantinis Transportbetrieb haben. Was treibt Santini denn so? Er ist für den Schutz hier in Barclay zuständig. Wenn das Zeug, das du per Zug verschickst, da ankommen soll, wo du willst, dann bezahlst du Piets Leute. Klingt ziemlich kleinklariert für einen von Marcanos Leuten. Volle Punktzahl. Warum gibt's wohl in der Stadt so viele Schießeisen? Marcano und Enzo lassen sie von Santini reinschmuggeln. Wenn du die Deals hochgehen lässt, schädigst du Piets Geschäfte. Na schön. Mal sehen, ob ich an die Karte komme. Man sieht sich. Ist das ja. Mach Santinis Leuten Druck, dann werden die schon plaudern. Ja, kein Problem, mach ich. Mach ich, mach ich, mach ich. Und dann erstmal das da einsammeln. Hi. Ist für dich der BH auch Foltermethode? Ich kann gerade ausfahren. Okay. Na klar, dass wieder irgend so ein Depp kommt und meinen Drift stört. So als würde der Fuzzi hier rumfahren. Vergesse ich immer wieder. Aber die Musik ist auch so eingängig. Richtige Klassiker schon dabei. Ey. Okay, 3 Wachposten. Ich soll die Waffen stehlen. Ich bin im Schatten, du siehst mich nicht. Ob ich das so machen kann wie mit der Medizinlieferung? Yeah, Albumcover. Ah, ich hätte mir doch jetzt die schallgedämpfte Waffe kaufen können. Okay. Hallo? Ach, Waffenkarte. Lesen. Dann. Machen.
Okay, Glasscheibe, nix gut. Hi, denkst du, das juckt mich? Ich hab mich doch ja, nicht komm her. Einer, du bleibst da stehen. Hallo. Warte. Der nächste. Okay. Wo wollt ihr dann suchen? So, jetzt wollen wir es mal richtig anstellen hier. Guck, guck. Leichen. Ich bräuchte ja mal wieder ein bisschen Medizin. Hallo? Schrank! Wow! Nee. Wow, 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 wow. Scheiße, ich sitze hier fest. Was ist das denn da? Manis. Sollte mal meine Kohle wieder nach Hause bringen. Nächster. What? Okay. Kann ich jetzt wieder gehen, ne? Oder? So, das ist Handfeuer. So leicht gebe ich nicht auf. Okay. Du wirst gehäutet. What? Ich will meine Pistole. Dankeschön. Und weg hier. Laufen, Dickerchen. Laufen, Bro. Army Man und dann so eine Ausdauer. Ey. Nee, nee, nee. Was für ein Typ.
So. Wow. Ha, meine Fahrerskills. Ey, was wart ihr alle rum? Haben wir Sonntag oder was? Genau. Danke, dass Sie mich dran erinnern. Keine Ahnung. Erstmal meine Kohle sicher bringen, ey. Bevor ich die wieder verliere. So, ich laufe nicht gerne mit so viel Bargeld rum. Boom. Ich hoffe, mein Auto steht jetzt noch da. Ach komm schon. Wer zum Eier klaut mir andauernd mein Auto? Und parkt es dahin. Hast Glück, dass ich gerade einen Termin habe, sonst wärst du Fischfutter. Würde ich die Butter bei der Fische machen. Wow. Was? Ach komm schon! Da habt ihr gleich noch eine. Alter, ihr könnt alle kein Auto fahren. Macht Platz da. Okay. Jung. Ich sollte vielleicht hier nicht so durchheizen. Hätte ich euch auch geraten. Wer mich schon findet, der hat's verdient. Komm. Ah, muss ich einbrechen. Mom. Hast du dich verlaufen, Kleiner? Jop. Was? Da. Dankeschön. Du hast nichts gesehen. So, schnell zum Zielort brettern. Nitro, Gasbremse, Drift und wir sind da. Das dann nur zerstören? Kein Problem. Hmm.
Dreh dich um. Ich hab den Schwanzlutscher. Da ist was! Hast du noch die Chance? Er muss nachladen! Feuer frei! Der Hurensohn macht uns fertig! Wir brauchen... Hä? Ach so. Zeit, dieses Arschloch in die Hölle zu schicken. Er ist hier drüben. Hey, da ist er. Nein. Er tötet unsere ganzen Leute. Ich muss nachladen. Sonst noch was vor mir? Außer Kohle? Ich mache es kurz. Ich stecke hier fest. Ich komme hier nicht weg. Komm, das wäre jetzt so cool gewesen. Okay. Schnell, sauber, easy. Na komm, laufen. So, Vollgas geben, ab zu Conny. Ich an den Anus der Welt und dann nur, um mal kurz ein paar Leute zu erledigen. Ich hab's langsam intus. Au! Vollgas! Komm schon! Die Leute wollen hier nicht nur Autofahren sehen. Wenn sie auch Need for Speed spielen können. Go, 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 go. Jetzt fahre ich aber hier perfekt, perfekt. Weg da. So, geht doch. Oh, hängt er wieder da oben. Komm schon.